Im August 2015 wurde das neue Feuerwehrhaus in Wallern nach einer Bauzeit von nur 10 Monaten in Betrieb genommen. In die Planung der Architekten ließ das Kommando seine in den letzten 10 Jahren gesammelten Erfahrungen mit einfließen. Ja, bei der Feuerwehr können wir sagen, wir haben sehr viel Praktiker in unseren Reihen, von technischen Berufen bis zu praktischen Berufen. Wir haben überall Mitglieder, die überall Spezialisten sind. Ja, von seitens der Feuerwehr haben wir sehr viele Eigenleistungen in Geld und in der Praxis auch eingebracht. Und so bietet das neue Feuerwehrhaus eine Vielzahl an technischen Möglichkeiten. Für die hereinkommenden Feuerwehrmänner öffnet sich die Eingangstüre im Notfall automatisch. Logische Abläufe und eine durchdachte Wegeführung machen rasches Handeln möglich. Der Feuerwehrmann braucht keine Schlüssel, sondern er läuft hier rein zu dem Infopoint und sieht einmal auf diesen beiden Monitoren, welcher Einsatz liegt an, wo ist er. Er hat eine Landkarte dabei und er sieht auf den Anzeigen für die Helmerkennung, sind schon Kollegen ausgerückt. Er hat auch eine Anzeige, wie viele Kollegen das schon im Einsatz sind. Zusätzlich hat er einen Drucker noch, wo er die Zettel mitnehmen kann ins Einsatzfahrzeug. Und dann geht es sofort in den Umkleideraum. Auch da wurde an alles gedacht, damit die Feuerwehrmänner keine Zeit verlieren. Die zweckmäßigen Spinde, alle mit absperrbaren Schließfächern für persönliche Wertsachen, machen ein rasches Wechseln der Bekleidung möglich. Hier spielt der Feuerwehrhelm bereits eine zentrale Rolle. Bei der Helmablage befindet sich dahinter eine automatische Helmerkennung, wo dann dieser Infopoint visualisiert wird. Da sieht dann der Einsatzleiter, wie viele Einsatzkräfte sind ausgerückt. Das ist insbesondere für die nachrückenden Führungskräfte sehr interessant. Das Kernstück des Gebäudes bildet die moderne Einsatzzentrale mit 2 Floriani-Stationen sowie einer Rundumsicht vom Infopoint über die Fahrzeughalle bis hin zum Ausfahrtschranken. So kann ein reibungsloser Ablauf garantiert werden. Wenn alles richtig läuft, gehen die Tore mit drückender F5-Taste auf, die ersten 3 Garagen, das Blitzlicht an der Straße schaltet sich ein und der Schranken geht auf. Somit können die Leute sofort durchfahren auf die Straße. Nun ein Blick in die Fahrzeughalle. Auch in Sachen Abgase wurde Wert auf eine saubere Umwelt gelegt, ebenso auf die Gesundheit der aktiven Feuerwehrmänner. Für die Abgase, die Anlage, ist ein gesundheitlicher Aspekt und wir haben einen multifunktionellen Stellplatz, der Stellplatz 6, wo wir auch durch einen Vorhang den abteilen können zu den anderen Stellplätzen und das ist somit eine Waschbox. Ja, die ganz besonderen Highlights bei uns in der Fahrzeughalle sind die integrierten Gummimatten, damit man keinen Schmutz und Wasser direkt am Boden haben, das was einfach durch Regol versickert. Nahe der Fahrzeughalle wurde ausreichend Platz geschaffen für die Lagerung von Einsatzmitteln für den Katastrophenhilfsdienst, sowie Werkzeuge und Ausrüstung. Wartung und Reparaturen erfolgen in der hauseigenen Werkstätte sowie in der Atemschutzwerkstätte. Nach dem Löscheinsatz werden die Schläuche gewaschen und zum Trocknen aufgehängt. Der Schlauchturm der Freiwilligen Feuerwehr Wallern eignet sich aber noch für mehr. Unser Turm ist eben zugleich ein Übungsturm, der eine integrierte Treppe hat und das macht unseren Turm speziell, weil das eigentlich normalerweise nicht üblich ist und aufgehängt werden die Schläuche bei jeder Feuerwehr. Einen Übungsturm in dieser Ausführung gibt es nur bei der Feuerwehr Wallern. Auch in Sachen Administration ist das neue Feuerwehrhaus in Wallern auf dem modernsten Stand. 6 Arbeitsplätze mit zentraler Datenablage am Server ermöglichen exakte Aufzeichnungen der Einsätze. Die laufende Ausbildung der Floriani-Jünger erfolgt im hausinternen Schulungsraum. Der Schulungsraum lässt sich erweitern durch eine Abtrennwand, die den Jugendraum abtrennt, um größere Schulungen oder bei Großschadensereignissen genügend Platz zu schaffen. Bei uns werden die Schulungen im Haus durchgeführt, die Feuerwehrleute werden bei uns ausgebildet und gehen dann weiter zu den Lehrgängen auf der Landesfeuerwehrschule. So sind alle Bereiche für die Arbeit der Feuerwehr Wallern bestens ausgestattet. In der Planungsphase ist uns besonders wichtig gewesen, dass man ein Gebäude errichtet, dass wir im Ernstfall für die Bevölkerung schnellstmöglich Hilfe leisten können. Vom ehrenamtlichen Engagement der Feuerwehrmänner profitiert ganz Wallern und Umgebung. Denn im Ernstfall kommt es genau auf ihre Hilfe an.